Durch die Trockenheit, die wir momentan haben, wir haben eh ein bisschen zu wenig Grundfutter allgemein immer schon gehabt. Da können wir es uns einfach nicht erlauben, dass wir schlechtes Futter haben oder Futter wegschmeißen müssen. Es muss einfach 100% gut sein. Ja, wir hatten letztes Jahr das Problem schon, dass wir extrem viel Ausfall durch den Winter hatten. Es war im Frühling schon extrem lückig. Dann haben wir uns beschlossen, dass wir eigentlich einen Großteil der Fläche nachsäen. Leider, oder ja, durch die Trockenheit ist nichts angewachsen. Es blieb lückig den ganzen Sommer über. Und dann durch die Trockenheit, also der erste Schnitt war eigentlich noch einigermaßen okay, aber alle anderen Schnitte waren katastrophal. Ja, wir wollen jetzt mal ausprobieren, eine Teilfläche mit einjährigem Weidelgras nachzusäen und dann eventuell im Herbst umbrechen, neu anlegen. Also nach dem dritten Schnitt wollen wir jetzt mal probieren und mal schauen, was sich ergibt. Durch die Trockenheit, ja, ist schwierig. Wir haben hier relativ sandige Boden. Das heißt, das Wasser ist immer recht schnell weg. Es hat Vor- und Nachteile. Ja, wenn es so trocken ist wie die letzten Jahre, ist eigentlich ein großer Nachteil. Wir sind jetzt eben am Überlegen, ob wir vielleicht auf andere Gräser gehen, wo tiefer wurzeln.